So, Freunde der Nacht, es geht weiter mit Mario RPG Part 20. Wir wollen jetzt mal ein paar Kämpfe bestreiten, nachdem hier ja absolut keine Action war. Ich glaube, hier ist so ein kleines Rätsel. Müssen wir alle Blumen anmachen. Ich möchte eine Familie haben. Hast du doch, so viele Sterne. Ich will keine Heulsuse sein. Dieser Wunsch ist privat. Wer glaubst du, dass du bist? Ach, das sind die Wünsche. Ah. Andere Leute Wünsche ausspionieren. Komm, unsere Suche nach den Sternteilen ist wichtig. Alle zählen auf uns. Beeilen wir uns. Entschuldigung, ich war nur so verlegen wegen meines Wunsches. Ja, dachte mir schon, dass das deiner war. Clara kann es ja nicht sein, oder? Ja, ich hoffe mal, dass jetzt hier nicht so viele Kämpfe sind, dass ich nicht so viel lesen muss. Also, dass mehr Kämpfe sind in diesem Part. Dass ich nicht so viel lesen muss, weil mein Hals tut mir schon weh. So, jetzt ist die Tür auf, ne? Ja. Aber ich möchte trotzdem gerne ein bisschen kämpfen. Wo ist denn einer? Sind sie alle weg? Nö. Da. Bisschen kämpfen. Yeah. Boah, Alter. Gut, die hauen schon mal ab. Rechtzeitig gedrückt. Sehr geil. Fun and Run. Aha. Okay. Die haben schon angegriffen, also machen wir mal den Muku Mukuku. Gut. Das war einer. Schon mal gut. Ich glaube, den anderen kriegen wir nicht komplett Platz. Nee. Ja. So, du bist aber jetzt weg. Weil mein Hals macht das nicht mehr länger mit. So viel reden, so viel synchronisieren. Also normal reden und so geht ja, aber so viel synchronisieren und so weiter. Boah, das ist echt anstrengend. Also hiernach werde ich auch erstmal ein Part Yoshi's Island hochladen. Glaube ich. Nach einer kleinen Pause. Wie auch immer. Ja, komm, machen wir mal. Komm, ist eh immer nur Glück. Richtig. Juhu. Münzen verdoppelt. Münzen brauchen wir eh nicht, von daher habe ich das einfach mal gemacht. So, wie viele Erfahrungspunkte braucht ihr alle so noch? Ja, Status will ich machen und gehe von oben runter. Das ist immer so. Zum, okay. 50, hm, ja. Welche Level seid ihr denn überhaupt? 11, 10, 11. Ach ja, komm. 50 und wie viel gibt ihr so? Gucken wir mal. Nur einer. Ja, der gibt ja nichts. Ist ja schon mal klar, oder? Ach ja. Ja, was gibst du? 3. Nee, das machen wir jetzt nicht. Wir gehen da jetzt mal durch. Gucken wir uns die Wünsche an. Ich will nur diese Melodie. Der Hunger. Oh, etwas essen. Ja. Die Lampen, die Blumen hier aktivieren. Ich will ein guter Bäcker sein. Ach, ich weiß, wer das war. Das mit dem Viel und Bäcker, das ist der Tortenbäcker da, der vom Booster. Ich will der beste Schatzjäger der Welt sein. Ja, ich auch. Ich will der beste Let's Player der Welt sein. Nein, will ich nicht. Oder? Man weiß es nicht. Okay, Tür ist auf. Hoffentlich findet Mello heim. Ah! Geil! Dieser Wunsch, der ist von meinen Eltern. Sie wünschen, dass ich heimkomme. Schnief. Aber du weißt jetzt, dass deine Eltern noch leben. Jetzt ist nicht die Zeit zum Heulen. Die warten schon auf mich. Komm, wir haben noch viel zu tun. Ich lasse dich Staub fressen, wenn du dich nicht beeilst. Okay. Wie viele Sterne haben wir eigentlich? Sternteile? 3. Und 4 brauchen wir noch. Okay. Alles klar. Auf die Andrea Doria. War das der? Ne, von da sind wir gekommen, oder? Gucken wir mal einfach. Gibt auch, glaube ich, nur diesen einen hier, ne? Ja, sonst ist hier nichts.
Nee, ist nur das. Okay. Und gucken, ob es hier auch weitergeht dann oder ob wir wieder zurückgehen. Es ging weiter, wie es aussieht. Wow. Ja, bin mal gespannt, wie sich das ganze Spiel noch so entwickelt. Ich finde es auf jeden Fall sehr spannend. Ich möchte berühmt sein. Ich möchte schneller sein. Ich möchte größer sein, dicker, schlanker sein. Oh. Ein Stern! Schnell hin, nehm ihn dir und fertig. Nein, muss ja immer ein Boss sein. Was passiert jetzt? Nee, das glaube ich jetzt nicht. Das glaube ich nicht. Da kommt gleich noch einer dazwischen. Oder wir müssen gleich auf dem Rückweg noch gegen einen kämpfen. Lalalalala. Ja, spring doch hoch und schnapp ihn dir. Bevor er weg ist. Jetzt schnell. Whee! Er hat einen Stern gesammelt. Da da da. Tatsächlich. Der Stern ist schon mal unser. Du kommst von weit her, doch deine Reise ist noch nicht vorbei. Es gibt noch 3 Sterne. Okay. Ach ja, ich möchte schneller sein. Das war der, genau. Dich haben wir nicht angesprochen. Ich will so ein guter Klempner wie mein Bruder Mario sein. Das war Luigis Wunsch. Und dann kämpfen wir doch mal gleich, damit es nicht zu langweilig wird. Oh, nur einer? Mein Gott. Wenn schon kein Bosskampf ist, dann machen wir wenigstens einen normalen Kampf. Und tschüss. Yay. Lal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 a. Ich finde, man sieht hier so schlecht, wo man lang gehen kann und wo nicht. Also ich glaube, ich habe alle. Okay, Küstenstadt. Da ist jetzt der nächste und dann sind wir durch. Nein, einfach auch nicht. Oh, die Stadt sieht auf jeden Fall von Anfang an hier so aus wie die Stadt von wo die Pfeile runtergeschossen kamen. Kann ich ja hoch? Nö. Aber ich habe keine Lust, wieder so viel zu lesen. Aber es ist ein Rollenspiel, so ist das immer. Das ist das Hotel. Es ist heute kostenlos. Ja, danke. Okay. Tja, wenn es kostenlos ist, nutze ich das doch mal aus. Da hat der Wecker geklingelt. Danke fürs Wecken. Bion, speichern wir mal. Lal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 a. Lalalalalalalala. Ist das auch hier kostenlos? Ich bin nur ein Kunde. Sag nichts, du willst Proviant. Ich weiß. Kostenlos, kostenlos? Nö. Wirklich für deinen Gegner? Muku, Maka? Nein, wir haben ja eh zu viele Items. Müssen ja ständig irgendwas wegwerfen. Nee, nicht Waffen verkaufen. Waffen kaufen würde ich gerne. Hast halt nicht. Vielen Dank. Hat der einfach keine Waffen? Mitten im Ozean ist ein Piratenschiff. Du findest ein, ich meine, da ist. Ein Pirat lebt dort. Er heißt Jonathan Jones. Er ist nicht sehr nett. Kannst du mir jetzt auch was verkaufen? Ein Stern fiel ins Meer. Der Pirat wahrscheinlich. Ich meine, dieser Jonathan Jones hat ihn vielleicht. Er ist böse. Oh, Mann. Ich wollte doch nur was kaufen. Ich wollte doch nur was kaufen. Nur mal eben schnell ein bisschen was kaufen ist doch nicht viel schnell. Hallo, du sammelst doch Sterne, oder? Nur noch 3 weitere. Okay, der weiß, wie viel ich habe, ist ja schon mal witzig. Wenn du in den Ozean willst, spring in die Strudel. Der Dorfälteste ist in seinem Haus. Er ist hier die am meisten respektierte Person. Mann, ich will jetzt einkaufen, ich werd wahnsinnig. Sie drehen sich immer zu.
Seid ihr alle wahnsinnig geworden oder was ist hier los? Nur weil da so ein Pirat rumläuft? Meine Güte. So, was habt ihr hier zu sagen? Hier ist nichts Interessantes drin, also sieh gar nicht erst nach. Du kannst hier nicht rein, das ist Sperrgebiet. Ist aber nichts Interessantes drin. Okay, dann gucken wir noch mal, wie wir da reinkommen. Gar nicht. Lalalala. Hier oben war doch auch noch was. Hier der Dorfälteste drin. Ja. Endlich! Du hast lange gebraucht. Ich bin der Dorfälteste. Ich bekam meine erhobene Stellung, da ich meinen Vorgesetzten gepasst habe. Darin bin ich sehr gut. Ein Stell fiel in den Ozean. Ich bräuchte ihn aus einem bestimmten Grund. Du musst ihn für mich finden. Okay. Mach mal. Alles kein Thema. Hallo, du bist Mario, stimmt's? Kennst du mich noch? Ich habe dich am Froschteich gesehen, als ich noch eine Kaulquappe war. Ich leite vieles von Frucosius und suche jetzt nach dem Sinn des Lebens. Es ist hier so ruhig, fast schon unheimlich. Ist etwas Besonderes los? Wahrscheinlich geht es mich nichts an. Auch falls du Froschmünzen hast, kannst du tolle Items kaufen. Ja, habe ich. Um aus Kämpfen wegzurennen, um einen Kampf nochmal von vorn. Verdoppelte XP, wenn ausgerüstet. Geil, das muss ich haben. Verdoppelt im Kampf gewonnene Münzen ist okay. Halbiert BP-Verbrauch ist auch geil. Preis 50 und ich habe 13 Froschmünzen. Mist. Also brauche ich noch 7, 8, 9 Münzen. Naja. Gibt auf jeden Fall schon mal tolle Items, das ist schon mal gut. Jetzt gucken wir mal, ob hier oben noch was. Nö, ist nix. Dann gehen wir jetzt da oben links lang. Aus der Stadt raus. Lam, 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 lam. Oh, ist doch noch nicht ganz raus. Ja. Ist hier jetzt wirklich nichts? Einfach nur so? Okay. Gut. Denn ist das nun mal so, gell? Dann ist es nun mal so. Ja, ich muss aufs Klo. Nö, das war ein Spaß. Mehr. Weniger ist mehr im Meer. Oh, ja, das sieht nach Dungeon aus. Endlich. Fighten, kämpfen, kämpfen gegen starke Gegner. Es ist lange her, dass jemand hier vorbeigekommen ist. Ja, ich kann endlich Waffen kaufen. Aber woher weiß ich, ob die stärker ist oder schwächer? Das ist so scheiße. Prügelfaust habe ich. Wie viel Geld habe ich denn? Kann ich mir das alles leisten? Hm. 92, 70, weißt du was? Scheiß drauf. Achso, Pistole habe ich, die habe ich. Okay. Achso, die kann sich auch jetzt anziehen. Nö, brauchst aber nicht. So, ausrüsten. Das war klar. Das ist so klar. Wenigstens ist der stärker. Wenigstens ist das besser. Besser. Matrosenumhang. Ach so. Für dich. So. Amulett, tolles Item, schlechter Geruch. Naja, ist egal. Keine Verwandlung. Schütze vor Angstangriffen. Gegengift. 115, 105. Ja, ist ja schon mal geil. So, den Mampfer kann ich verkaufen, den Superhammer kann ich wieder verkaufen, die Sachen kann ich verkaufen. Ach ja, ist das schön. So. Kaufen. Ach so, das andere war alles was. Okay. Gut. Weil du hier eingekauft hast, erzähle ich dir was Interessantes. Das Schiff sank in ruhiger See, weil eine Riesenkrake es angriff. Einige wollten sie sehen, aber niemand ist hier zurückgekommen. Oh, mir fällt gerade auf, dass sich mein Dingen hier gelöst hat von meinem Headset. Aber das ist nicht schlimm. Ja, gehen wir erstmal da oben. Da war ja nicht so viel los, so wie es ausgesehen hat. Hier geht's wohl dann hinterher wieder zurück. Speichern wir mal. Dann speichern wir doch auch mal direkt so. Und gehen hier weiter. Jetzt könnten wir so. Oh. So langsam Gegner kommen, wollte ich gerade sagen. Ufernschuh.
Okay, so geht das. Ja, der gefällt mir schon mal besser. Oh oh. Bin ich jetzt unter Wasser auf einmal? Okay, Stampfer ist ja immer noch der gleiche. Was macht der Stern? Der Terns. Na gut, den habe ich eh noch nicht angegriffen. Prügelfaust ist immer noch die gleiche. Der haut einfach ab, ist ja unglaublich. Er tanzt wieder rum. Das sieht aus, wenn er angreift, so bitte mit der Hüfte schwingen. So, Mario Wurf. Wems. Wems. Gut. Yay. Ich brauche extra eine Waffe für, um Mario zu werfen. Ja. Ich nehme euch alle mit, ihr Sterne. Ihr werdet alle besiegt. So. La, 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 la. Ah, Erholung, am besten auf einen anderen. Nee, auf sich selbst. Er hat eine hohe KI. Uiuiui. Aber weißt du was? Ich bin ja hier im Wasser, ne? Ich werde jetzt einfach mal den Blitz machen. Nochmal. Ja, geil. Dann den jetzt. Wems, Wems. Ja, genau. Na gut, haben wir jetzt nicht einen Blitz. Jetzt nicht nötig. Oh, er haut immer ab. Er haut immer wieder ab, das ist doch einfach nicht wahr. So, komm her. Ja, Wolf von Chu. Wems, Wems. Und tschüss. Und Mario macht den normalen Stampfer. Oh, das hat nicht gereicht. Erholung. Wetten, wetten? Ja. Naja, egal. Ich kann ja oft genug jetzt angreifen. Mein Monster hat keine BP mehr. Keine Blumenpunkte mehr. Wirf! Wirf! So, tschüss. Er wollte nämlich wahrscheinlich Erholung einsetzen. Konnte er aber nicht, weil er keine Blumenpunkte mehr hatte. Didi. Oh! Ja, ich würde jetzt ganz gerne mal mit Mello angreifen. Ich will mit ihm angreifen. Ja, er holt schön einen anderen, der noch keinen Schaden genommen hat. Geil. Ja, dich machen wir jetzt sofort platt. Jetzt möchte ich mal mit Mello wissen, was denn hier der Donnerschlag bewirkt. So, schön kurz bevor es zu Ende geht, einmal drücken. Okay, er ist schon mal nicht abgehauen, ist schon mal gut. Wir haben ihn besiegt, einen Blooper besiegt, gibt's ja gar nicht. Premiere. Boah, so viele Viecher hier, ey. Ach, guck mal. So hätten wir es auch machen können, ne? Geil, drei Level hoch, wa? Oder jeder eins. So. Bowser. Du sowieso. Peach ist klar. Yay. Oh, da geht's. Da geht's. Achso, hier ist das. Juhu, ne Froschmünze. Yay. Geil. So. Ja, dich besiegen wir jetzt auch noch. Guck mal, wir haben sie alle besiegt. Geil. Lalalala. Aber ich ärgere mich jetzt ein bisschen, dass ich nicht schon eher den Stern gefunden habe. Dann hätten wir das gar nicht so umständlich machen müssen. Aber ist ja auch jetzt völlig egal. Und tschüss. Geht doch mit einem Schlag. Ein One-Hit. Er macht nur 52. Erholung. Lalalala. Das ist so geil. Und noch angreifen. Ja, ist klar. Kannst auch alles. Wirf ihn. Feste. Und tschüss. Ja. Mello kriegt nämlich auch noch ein Level ab. So. So machen wir jetzt. Oh, ab ins Wasser. Wo wir hier nicht mal rauskommen, ist ja unglaublich. Ist ja sehr geil. Toll, bin erstmal schön ins Wasser gesprungen, wo ich nicht mehr rauskomme. Klasse.
Wie kommt der da nicht raus? Mann, wie doof. Naja, aber hier geht's jetzt unter Wasser weiter. Aber der Part ist schon wieder vorbei, Freunde. Tut mir echt leid. Aber ich sage, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Tschüss.